Hallihallo Lüli, eine weitere Folge von mir, Star Wars Outlaws. So, ich bin ja hier beim letzten Mal geflüchtet von der Kantelan, dem Schiffswrack. Und ich stehe hier gerade und jetzt habe ich gerade beschlossen, ich habe ja diesen Datenstick, ne? Ich glaube, das würde mir helfen, wenn ich den hier hinbringe zum Händler. Das heißt, ich mache hier mal eine Schnellreise hin. Und dann gucke ich mir das mal an. Ich hoffe, dass der richtig ist. Genau, das ist glaube ich da und dann darüber. Das müsste der Händler sein. Sie da, kommen Sie und sehen Sie sich meine Waren an. Ist das der? Ja. Wie geht's? Genau, weil... Warum komme ich jetzt gerade drauf? Achso, hier. Ganz einfach. Warte. Sie kommen... Es geht ja darum, in der Datenbank habe ich ja hier noch die Info zu Gorak Palast, ne? Und da geht es ja darum, auf Nachfrage wegen dem ISB, weiteren Aktivitäten von Gorak umgewandelt worden, ne? Das Ding war, wir haben ja einen Datenstick jetzt gerade uns angeeignet, beziehungsweise geholt, der ganz bestimmt uns... Inventar, Wertgegenstand, genau. Ermittlung bezüglich Gefälschung. Datenkarten kannst du bei imperialen Ermittlungsakten zum Umgang gefälschter Credits auf Tushara. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich probiere es aber trotzdem mal. Weil... Meinung geändert? Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Oh, endlich. An Bord wartet ein Geschenk. Hast wohl Eindruck geschunden. Oho. Ihre Suche hat ein Ende. Mein Stand hat alles. Das können wir eigentlich bei ihm kaufen, ne? Für Fähigkeiten. Überstall. So, Transparistall, Baggerfiolen, Granate. Wir brauchen davon theoretisch 6 Stück, ne? Was haben wir eigentlich? Kaufen. So. Erfolg freigeschaltet, wie immer. Ja, und hier haben wir, glaube ich, genug, ne? Was können wir eigentlich an ihn verkaufen? Gefälschte ID-Chips. Alter galaktischer Credit kann bedenkenlos verkauft werden. Man geht das eigentlich auch so rum? Ja, natürlich geht das nicht so rum. Wir kaufen mal sämtliche alten Credits an ihn. Wir haben 117 alte Credits. Gott, David. Oh, das gibt Asche, ne? 500. Nein, fast. Verbraucht Energiezellen. Und den Rest, den brauchen wir. Vielen Dank. Kommen Sie bald wieder. So, das heißt,
Wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, hier bei den Pikes auch mal rein zu marschieren, ne? Sehr schön. Aber was ich jetzt mache, ist erstmal hier folgen. Und dann machen wir hier Schnellreise. Ich habe jetzt alle drei Syndikats endlich geschafft auf positiv im Sinne von. Wir müssen da draußen noch ein bisschen lang an. Wir müssen hier verschwinden. Sie wird bestimmt diesen Moment kommen. Hast du das gehört, Nix? Kay Vass. Endlich treffen wir uns. Wer bist du? Es war schwer, dich zu retten. Ich möchte dich nicht töten. Hast du einen Namen? Jaylen Vrax. Und du bist ins Lyros Anwesen gelangt? Ohne die hier? Woher hast du die? Das ist mein Job. Geheimnisse, Kontakte, Kredits. Bei mir läuft alles zusammen. Dank Farrick. Das ist wirklich Slyros Anwesen, oder? Mhm. Darin enthalten sind die Pläne eines Tresorraums voll mit 157 Millionen Kredits in unmarkierten Beskar-Barren. Und ich bring dich da rein. Aha. Hast du einen Druidenschmied, der den Torwächter lahmlegt? Genug Sprengstoff, um das Chromium-Zeitschloss zu sprengen? Und noch dazu? Hat Slyro nach deinem letzten Besuch alles gesichert. Du brauchst zwei Hacker, um reinzukommen. Reinkommen. Rauskommen ist schwer. Ohne Nix Hilfe wäre ich jetzt tot. Du brauchst einen Vollstrecker. Man braucht eine ganze Crew. Das stimmt. Und die halbe Beute kannst du aufteilen, wie du willst. Dieser Plan ist lebensmüde. Na, du bist doch schon längst tot, Kay. Slyro leitet das berüchtigste Syndikat, das ich kenne, und er will deinen Kopf. Du willst leben? Wehr dich. Raub ihm sein Geld und kauf dich frei. Einfach so. Es gibt einen Grund, weshalb man sich nicht gegen jemanden wie Slyro wehrt. Überleben. Ganz genau. Ich für meinen Teil kämpfe nicht länger um die Brotkrumen von reichen, überheblichen Tyrannen wie Slyro. Das ist unsere Chance. Wir werden ihn erledigen. Gemeinsam. Du magst den Kerl echt nicht. Ich versuche nur, das Blatt zu unseren Gunsten zu wenden, Kay. Was sagst du? Bin dabei. ND5 hat die Liste. Finde die Crew. Heuer sie an. Oh, und fall mir nicht in den Rücken. ND ist programmiert, um das zu verhindern. Du machst das schon. Du glaubst das? Ich glaube, wenn du den Plan befolgst, wird niemand verletzt. Klasse. So, Lele. Stell die Konfiguration ND5 Blaster Verbesserung. ND5 S Plus. Stell die schnell her. Bist du bereit? Blaster modifizieren. Zusammensetzen und ausrüsten. Okay. Verbessert die Genauigkeit des Blasters. Freischaltung von Wärmekapazität benötigt. Okay.
zur Abkühlung, genau. Aber erstmal hier wieder. Wie gesagt. Uns fehlt dieses Teil da. Nee, Verbesserung. Hä? So, jetzt aber. Mal sehen. Das haben wir neu. Outlander-Lackierung. Nehmen wir die mal. Neue Informationen von HD05G-Schaltkreis im Journal angucken. Okay. Schmuggler bewahren Schaltkreise in ihrem Versteck in den Bergen auf der Schau. Es wird ein Werkzeug benutzt, das Felsen zerstören kann. Ja, das ist doch das ist doch das, was ich hier schon wieder habe, ey. Aber, sag mal, haben wir eigentlich keine Aufträge? Ihr wartet noch etwas auf dich, Kay. Alles klar. Ja, lass mal warten. Schiffsteile im Angebot. Brauchen Sie ein Ersatzteil? Da fehlt uns ein Schiffskomputer. Eine verbesserte Laserkanone. Da fehlt uns auch eine Plasmastoßkanone. Mit Aufladefunktion. Werfer. Rumpf. XFPC-28. Diesen Schiffskomputer brauchen wir unbedingt. Na, lassen Sie mich wissen, wenn Sie Ihre Meinung ändern. Ich finde das aber trotzdem momentan bei der Bahnbrecher auch nichts verbessern, ne? So, auf die Karte. Genau. Da würde ich gerne mal hin. Was ist da oben hin? Das würde mich jetzt nämlich echt mal interessieren, ne? Das würde mich jetzt immer interessieren. Weil ich dürfte jetzt ja eigentlich da rein. In den. Bei den Pikes. Endlich, vor allen Dingen. Endlich. Das heißt, die dürfen jetzt eigentlich nicht mehr sagen, wir kennen sie nicht, sondern die müssen sagen, Hallöchen, Kay. Willkommen. Pikes Spielsaal. Neue Schatzposition. Was? Oh, das kommt mir alles noch sehr bekannt vor. Wir wollen dahin, ne? Ich hasse dich. Ach, Roda, sag das nicht. Komm her! Hier ist noch niemand mehr verlassen. Was willst du? Was hältst du hiervon? Ich denke, du würdest mir kein so wertvolles Kreditmodul vor die Nase halten, wenn es echt wäre. Dann bist du klüger als der Durchschnittsabschaum. Ist gefälscht. Ich brauche deine Hilfe, um die Verbreitung sofort zu beenden. Wenn das Imperium davon erfährt, dass die auf dem Pike-Markt zirkulieren. Ich hätte gedacht, die Imps wären hier gern bereit wegzusehen. Der Gouverneur vielleicht, die Galaktische Bank sicher nicht. Was hat das mit mir zu tun? Bei Pikes sind Händler vorsichtig. Wir brauchen jemand Unbeteiligtes, um nachzuforschen. Na gut, ich höre mich mal um. Solange ihr mich mit echten Kredits bezahlt. So. So, auf dem Markt herumstören könnte zu Tage von einem BSS. Einer der Händler auf dem Markt könnte die Verbreitung gefälschter Credits ordentlich sein. Auf Karte anzeigen. Das heißt, da müssen wir hin. Okay. Und dann will ich mich ja auf jeden Fall mit ihm. Wir haben immer Arbeit, wenn du das nötige Talent besitzt.
Pike-Syndikat. Schmuggler waren und liefern sie an die Pike. Schnellreise eingeschränkt. Slügelschwarm zum Wrack kaufen. Eine Kiste, die mehrere verschollene Kanister litt. Und dann haben wir einmal neben heiße Ware auf und liefern sie ab, ohne erwischt zu werden. Schnellreise vom Schiffsfriedhof zum Slügelschwarm. Das heißt, sinnvoll wäre eigentlich erstmal den zu machen. Also den, damit ich dann den machen kann. So ungefähr. Ne? Aber. Lass es mich wissen, wenn du Arbeit willst. Datenblock. Wer ist Jinjo Block? Folgende Nachricht empfangen. Ich möchte meine Vorgesetzte-Versitzung beantragen. Ich habe Gorok viele Jahre treu gedient und wiederholt verlauten lassen, dass ich für eine neue Herausforderung bereit bin. Ich mache alles, nur damit ich nicht mehr vor dieser rostigen Tür stehen muss. Mit freundlichen Grüßen, Jinjo Block. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Schlickwühler ist, aber er muss auf seinen Platz verwiesen werden. Stuft ihn so bald wie möglich herunter. Hast Handel. Du ein paar Kredits übrig? Ja. Polycarbonat. Für die Tasche. Dann haben wir hier helizyklisches Getriebe. 8 Stück brauchen wir davon eigentlich, um da für den Gleiter. Leiterplatten zu verwenden. Gleiters. Quandanium. Für Bahnbrecher. Für die Verbesserung der Bahnbrecher. Das bringt mir alles nichts. Was haben wir hier? Verbesserter Durastallrumpf. Haben wir auch viele Sachen. Das ist auch. Was haben wir hier? Ich kaufe den. Den wollte ich haben. Yes! Man sieht sich. Man sieht sich. Das heißt, ich kann ja meine... Wie konntest du uns das antun? Es war ja keine Absicht. Meine Bude. Aufrüsten ohne Ende. Ihr habt eine Aufgabe. Enttäuscht mich nicht. Da müssten wir irgendwo rein, weil da ist ein Schatz. Das müssen wir jetzt nicht machen. Entschuldigung. Ich höre, du leistest gute Arbeit. Journal. Fetch a credit. Auf Karte anzeigen. Folgen. Gefälschte Credits, kann ja auch nicht wahr sein hier. Und wir müssen nach unten. Okay. Das kriegen wir hin. Da, wo wir sein sollen. Ist er falsch gelaufen oder was? Mein. Markthändler. Zum Beispiel der hier. Hey, Sie! Schauen Sie sich doch mal um! Ich wurde angewiesen, Ihnen Rabatt zu gewähren. Sie müssen wichtig sein. Preisdetails? 10% Rabatt. Oh, sehr gut. Was? Sind Ihnen meine Angebote nicht gut genug? Yeah.
Hier ist nix. In diesem Bereich. Auf die Marke umstellen können Tage fördern, wer dafür verantwortlich ist. Nicht gesehen. Hallo, sagen Sie Bescheid, wenn Sie Hilfe brauchen. Vino Rovin. Weiß ich das? 25% Rabatt. Okay. Kaufen. Blaster Umweltsystem. Für Blaster von schnell verbesserte Wärmekapazität. Des Blasters. Brauche ich so viele von? Kühlsystem, Strahlenbeschleuniger, vierzeitige Verbesserung. Wir können ja den mal. Ja, mal ein, ich weiß nicht, ob wir davon mehr brauchen. Wir können ja jedenfalls mal einen mehr mitnehmen, also eine so ein, einen Teil mitnehmen. Und dann gucken. Schnelle Wärme, Alter. Die Preise sind aber echt knackig. Damit werden Sie viel Freude haben. Markthändler. Willkommen. Ja, ich habe den Bereich gerade verlassen. Das wäre das, was ich nicht weiß, ne? Ob das hier irgendwo hinbewegen muss. Aber hier sind ja nur zwei Händler. Hier sind nur der und der eigentlich. Sie da, kommen Sie und sehen Sie sich meine Waren an. Das können wir nicht an ihn verkaufen, eigentlich nichts, ne? Können wir das kaufen? Blaster. So, hier haben wir an. Danke. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Brauchen Sie noch irgendwas? Der hat nicht mehr. Bessere Angebote finden Sie nirgends, wissen Sie? Interessant, ne?
Das gibt doch nur die beiden. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfreut. Was habe ich gemacht? Du arbeitest für die Pikes. Wenn ich dir geheime Informationen gebe, leitest du sie an Gorak weiter? Und was zahlst du? Leute wie ich bezahlen deinesgleichen nicht. Oh, ach ja? Gut zu wissen. Jedenfalls habe ich einen Datenblock von Crimson Dawn drüben in der imperialen Anlage. Hättest ihn ja mitbringen können. Erzähl Gorak, was ich ihm biete, wenn er mich an seinem Geschäft beteiligt. Du bist genau zur Richtigen gekommen. Ich werde Gorak auf jeden Fall von dir berichten. Gut. Gut. Ich heiße Covell. Hauptmann Covell. Alles klar, Hauptmann. Okay. Jetzt haben wir einen Typ. So, der hat hier irgendwelche Geheimnisse, Eindruck. Ausführliche zu Dings. Wir können ja hier nochmal. So, wir haben Dings, wir haben Händler. Zwei Gelegenheiten, acht Gelegenheiten. Ich überlege gerade immer noch, wo ich hin muss, Alter. Wir haben Waren, von denen sie nicht wussten, dass sie sie brauchen. Was ich mich jetzt frage, kann das auch oben sein? Also im Prinzip. Aber hier ist ja nichts oben. So. Haben wir hier? Das ist Yoko. Hier haben wir nix. Sie kann alle Jobs erledigen. Ein weiterer Tag. Ich darf doch wohl bitten. Das ist ein Knaller. Wer macht denn hier die Sachen, Alter? Was ist er? Ist doch hier gar nicht. Das sind doch nur die beiden Markthändler. Das sein kann, dass ich den hier machen muss. Also hier belauschen und so, ne? Aber selbst das ist hier nicht gegeben. General. So. Genau. Den vermehrten Aufgang gefälschter Credits in auf Karte anzeigen, dann bin ich in Karten. Auf dem Marker rumstürmen und könnte zu Tage fördern, wer es ist. So. Einer der Händler auf dem Markt könnte für die Verbreitung. Einer der Händler.
Aber ich habe doch nur diesen Händler. Ihre Suche hat ein Ende. Mein Stand hat alles. Wie ich sehe, haben Sie mächtige Freunde. Ich mache Ihnen ein Sonderangebot. Ach, ich lasse mich doch nicht in gefälschten Kredits bezahlen. Fälschung, die habe ich schon mal gesehen. Falsch? Ich hatte keine Ahnung. Ehrlich. Wo hast du sie denn her? Ich wusste, es ist zu schön, um wahr zu sein. Letzte Woche kam ein Fremder vorbei und bestellte eine Ladung Fieberplast. Für eine Suppenküche. Oh, na gut, ein gut gemeinter Rat. Wirf den Rest der Kredits weg, ehe die Pikes dich damit erwischen. Suppenküche. Machen wir eine Schnellreise und ab zur Suppenküche. Bald gehört die Stadt uns. Thompson Dorn für mich. Sehr interessant. Oh Gott, das ist doch hier, wo ich so verkackt habe. So viel zu tun, so viel zu tun. Ich könnte bei der Kantine vorbeischauen. Ist jemand in der Nähe? Hier, Sie selbst. Was haben wir denn? Kaufen. Bringt mir alles nix. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ist ja theoretisch. Vielleicht sollte ich mal aufräumen. Genau, da muss ich. Da muss ich theoretisch hin. Du darfst hier nicht sein. Ja, tut mir leid. Da darf ich nicht hinrennen. Ich melde mich, wenn es was Neues gibt. Wie komme ich denn nie zur Suppenküche? Ich melde. Alles ruhig. Mal sehen. Hast du was, Kleiner? Verstanden. Aus, als wenn ich irgendwie. Ja, ja, viel zu tun. Bald gehört die Stadt uns. Kann ich das von hier machen, oder was? Hin? Das wird ein guter Tag. Ich könnte bei der Kantine vorbeischauen. Da ist die Energie. Alles sauber. Die geht von da hinten irgendwo hin. Oh, ich glaube, ich muss da oben hin und dann dahin. Okay. Ja, dann mache ich das mal, ne?